Meine Damen und Herren, wie geht's Ihnen? Geht's Ihnen? Boah, das war mal ganz schön hell jetzt, das Tag. Oi, 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 oi. Geht's schwächer, das Licht? Ja. Ich sehe nämlich euch gar nicht mehr. Wann okay? Ich sehe euch sowieso nicht. Noch ein bisschen weniger, verändert sich nichts. Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Boah, jetzt sehe ich nur die Ringe. Wir haben so eine neue Lampe, die ist so objektiv drumherum. Es geht weiter mit dem Dieselprojekt. Wir sind nämlich gestern aus Abu Dhabi wiedergekommen und über Nacht hier ein bisschen Gas gegeben. Und jetzt geht es nämlich weiter im Text hier bei dem Kollegen. Ein bisschen nach, die Zünderlaufbahn noch mal ein bisschen nachgeschliffen, aber sonst ist das Ding komplett Stock. Jetzt kommt der Oberkracher. Wir haben nochmal alles uns in Ruhe angeguckt. Der Verschleiß an diesem, ich habe es schon oft genug gesagt, weiß ich, an diesem 300.000 gelaufen, 21 TDI, so gut wie null, niente nada. Da ist so gut wie gar nichts. Jetzt geht es aber weiter mit Tuning. Jetzt müssen wir das Ding ein bisschen verbessern. Was kommt rein? Und zwar, jetzt haben wir hier ein Eisenschweinpleuel. Ja, ist ein Pleuel, womit du quasi Elefanten K.O. schlagen kannst. Es ist wirklich ein ganz schöner Brecher. Ich kann euch mal eben Vergleich zeigen. Tuning-Pleuel 1.8T. Ja, Stahl, Guss TDI, schon wirklich mega, mega mäßig groß. Jetzt kommt der Clou, jetzt denkt ihr euch, warum ist das ist ja schon relativ stabil, wo ist der Unterschied, was ist der Clou, was muss besser werden? Und zwar folgendes, und zwar der Zapfen hier oben, weil das Drehmoment wird hiervon getragen und ihr seht, bei einem Benzinmotor ist Drehmoment auch doll in Verbindung mit Drehzahl. Deswegen kann hier ein bisschen weniger Durchmesser sein vom Zapfen her. Und der TDI hat wirklich so ein riesengroßes Auge. Man kann das serienmäßige TDI-Pleuel, denke ich mal, schon fahren bis zu, ich sag mal, 550, vielleicht auch 600 Newtonmeter. So lang würde ich denn das Ding hier schon zutrauen, weil es ist, ohne Scheiß, ist wirklich ein ganz schönes, dickes, fettes Vieh. Der Kolben hingegen ist ein Malekolben. Und jetzt kommt's. Und jetzt kommt's wirklich. Was bauen wir wieder ein? Ein Malekolben. Weil Male ist wirklich eine der wenigen Firmen, die wirklich von der Qualität her so hoch sind, du musst kein... Wenn es einen Malekolben gibt, als Tipp von mir an euch, es gibt einen Malekolben, da würde ich ihn immer bevorzugen vor einem Tuningkolben, vor einem GE, vor einem Carrillo, vor allem, was weiß ich, was für ein Kolben. Warum? Die Güte der Materialien und die Passgenauigkeit, die Verarbeitungsqualität ist einfach so dermaßen damn sexy, dass es eigentlich sich immer lohnt, den zu nehmen statt einem Tuningkolben. Außer die Verdichtung passt nicht. Dann nicht. So, jetzt kommt's. Haben wir hier den Vergleich. Das ist unser Stahl-Tuning-Pleuel. Wieder mit dem großen, Bohrung oben im Kolben. Dem großen Auge, einen riesengroßen fetten Zapfen haben wir da drin. Der große Vorteil von dem Stahlpleuel ist jetzt, dass wir eine Gewichtsverringerung haben von... Ich messe das gleich nochmal, tut mir leid. Ja, auf jeden Fall sind wir ein ganzes Stück leichter geworden, plus stabiler. Weil Guss hat nämlich den einen Nachteil, dass es relativ gerne sich verbiegen will und dann auch gerne reißt. Bei einem Stahlpleuel ist es einfach so, vor allem durch ein Haarschaftpleuel. Haarschaft bedeutet, dass wir hier, wie so ein Stahlträger in so einem Gebäude, haben wir hier diese beiden Stränge, die haben wir hier nämlich so nicht, wie ihr seht. Ja, die nämlich die Energie so gut aufnehmen können. Das kann man quasi vergleichen wie mit, ja, ich hole mal irgendwas. Pappe. So, so ein Steg, ja, wenn der jetzt aus einem gewissen Material wäre, so, ihr kennt das, wenn ihr ein Stück Pappe mal nehmt, dann macht ihr mal, ihr wollt das nach da hinbiegen, dann wird es relativ stabil sein. So aber nicht. Seht ihr das? In die Richtung ist ein Bauteil immer relativ labil, aber so stabil. Versteht ihr, was ich meine? Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Super, Jonas. Auf jeden Fall, das ist der Vorteil von einem Haarschaftpleuel. Und so kann man mit relativ wenig Material, was man aufwendet, eine sehr hohe Stabilität reinbekommen. Deswegen eine leichte Gewichtsreduzierung mit einem höheren Steifigkeitswert. ARP-Schrauben unten im Pleuel drin. Das heißt, hier werden wir hoffentlich gute 800 Newtonmeter mitfahren können. Drei habe ich schon drin. Sehen wir hier. Mit einem guten Überstand. Ja, weil es ist nämlich der große Unterschied bei einem TDI-Motor, dass die Kopfdichtung quasi den Überstand erst ausgleicht im Block. Nicht erschrecken, wenn das zusammenbaut und sagt, das ist falsch. Das ist nämlich nicht falsch. Normaler Benziner ist ja nicht so hoch verdichtet wie ein TDI. Da wäre jetzt der Kolben, wenn der Kolben so beim Benziner aussieht, ja, dann hast du Scheiße gebaut. Dann würde zum Beispiel gut passen, this is the moment where JP Kramer found out he fucked up. Nee, aber beim TDI ist alles in Ordnung, das passt schon so ganz gut. Noch was Geiles, wenn du die Kolben von Male kriegst, sind die Kolbenringe schon passend gemacht. Warum sage ich das? Kolbenringe, jetzt können wir das mal ganz gut sehen, haben jetzt hier so eine Öffnung. Warum ist diese Öffnung da? Jetzt denkt ihr euch, das ist der Druckverlust an dem Moment. Der Kolbenring ist ja nicht in dieser Position. Wie ihr seht, ist der Kolben ja sehr passgenau der Zylinderlaufbahn. Der Kolbenring drückt sich zusammen
Seht ihr das hier? Und dann kommen wir auf das perfekte Maß, dass dieser Kolbenring nämlich auch sehr, sehr gut abdichten kann. Und zwar nämlich so. Das ist der große Vorteil. Was man noch machen muss, man muss die Kolbenringe auch immer verdrehen. Dass der Druckverlustabbau halt sich wirklich durcharbeiten müsste. Es macht keinen Sinn, die Kolbenringe so übereinander zu setzen. Ja? Also sprich, so, kacke. Weil Druck könnte so, da ist ein gewisser Druckverlust, der da passieren kann, würde aber dann so abwärts durchmarschieren. Nicht so geil. Sehr stabil, sehr schön, etwas leichter, Verdichtung ist gleich. Aber ich will euch noch was zeigen. Hier. Mein Erklärbär-Tisch. Passt doch gar nicht, Farbe. Das sind die Hulk-Pleuel. Ja, Hulk-Pleuel, Rotlicht-Pleuel, Iron Man-Pleuel. Ich wollte nämlich immer sowas haben. Wie ihr wisst, mag ich Iron Man sehr gerne. Und ich bin so krass ein Fan, wenn er unten in seinem Labor ist und da seine Autos so stehen und so. Und ich wollte auch immer sowas haben. Mit so Bildschirmen und alles ist so cybermäßig. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich mir leisten. Selber gebaut. Soll ich Disco-Modus anmachen? Ja. Wenn ihr wissen wollt, meine Küche leuchtet auch. Meine Küche leuchtet in dieser Farbe. Atomic Teal quasi. Atomic Teal. Nee, weil die Idee war nämlich, dass man dann Sachen so hier hinlegen kann. Und dass der Jonas dann nämlich hier so einen kleinen Porn machen kann. Dann sieht das ja schon an sich geil aus, weißt du? Voll geil. Ich könnte mich mal beim Petrus beschweren, weil durch nämlich die Scheiße im Schnee können wir gerade keine Videos machen mit Fahnen und so. Kacke ist. Jingle Bell, Jingle Bell. Da hab ich ja Bock drauf. Ich freue mich voll auf Weihnachten. Ich werde mich dann noch meine Couch legen. Nackt. Nee, vom Kamin haben wir da letztens. Oh, stimmt. Die Zigarre. Gut aus. Kennt ihr unser Klebeband schon? Zurück zum Thema, wir sind ein bisschen abgeschweift. Hier wegen dem Tisch. Hier war schon eine kleine Premiere vom Erklärbär-Tisch. Kolben, Pleuel kommen rein. Und dann geht es weiter. Weil hier 800 Newtonmeter können die Kollegen locker flockig. 400 PS ist ja das Ziel. Nächstes Mal geht es weiter mit einem der Schlüssel, warum das klappen sollte. Hoffentlich klappt. Eine Frage hätte ich aber noch. Ja, oh, Entschuldigung. Jonas hat noch eine Frage. Bitte, Jonas. Was kosten die Dinger denn? Wenig. Ach, yo, Jonas, du bist gut. Scheiße. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann dir mal eben was zeigen. Das habe ich geschenkt bekommen von einem Fan. Ich wollte, dass das gezeigt wird. Warte. Hat er gemacht. Selbst gemacht. Guck hier. Guck mal hier. That's fucking serious, Alter. Ich habe immer noch nicht geschnallt, wie er das gemacht hat. Also Nummer 1. Voll großes Kino. Aber ich glaube, ich fand das sogar noch besser. Passt doch gar zum Thema, ne? Voll geil. Auf jeden Fall, das TDI-Projekt kostet ja wirklich ein Apfel und Ei. Kolben kosten 600 Euro und die Pleuel 245. 150 Euro für die Hauptlagergasse. Stehbolzen, sollte man schon tun. Stehbolzen habe ich schon lange genug erklärt. Ne? Ich erkläre gleich nochmal. Ich sage eben die Preise schon mal. 100 kosten die Hauptlagergasse Stehbolzen. Die Kopf. Okay, Kopf, 100. Mehr ist jetzt nicht reingekommen. Warum Stehbolzen? Weil Stehbolzen haben nämlich folgenden Vorteil. Das habe ich zwar schon tausendmal erklärt, aber es ist für die Dieselfraktion. Für all die, die nämlich gesagt haben beim Benziner-Video, ah, Jumpy ist voll der Wichser, der macht mich kein Diesel. Hat ausgemacht. Jetzt Diesel. Und zwar der Stehbolzen. Du schraubst diesen Stehbolzen in den Kopf hinein. Okay? So, das Drehmoment auf diesem Bolzen selber ist gar nicht so wichtig. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und zwar, du schraubst den Stehbolzen rein, dieses Gewinde schraubt sich jetzt in den Kopf. So, normalerweise würde es ja bei einer normalen Schraube, würde jetzt die Energie, diese Schraubenergie und die Festhaltenergie in dieses Gewinde hier unten gehen. Dabei willst du aber den Kopf hier oben runterdrücken. Ja, jetzt passiert nämlich Folgendes. Jetzt schiebst du den Kopf drüber, virtuellen Kopf drüber, und machst hier oben, schraubst du jetzt den Kopf dann fest. Vorteil ist nämlich, dass die Belastung einmal auf dieses Gewinde geht, in Verbindung mit diesem unteren Teil der Schraube, der Mutter, und von dem Gewinde hier oben. Das heißt, du hast eine enorme Druckverteilung, wie du den Kopf runterziehst, also nicht nur unten im Block, sondern oben auf dem Kopf, da wo die Kraft auch wirklich walten muss beim Runterdrücken. Und die Zugfestigkeit dieser Stehbolzen ist ungefähr dreimal so hoch wie die Serienzugkräfte bei normalen Kopfschrauben. Der Vorteil dabei ist, weil der Grund ist, weil wir fahren 800 Newtonmeter und 800 Newtonmeter sind ein Wort dann. Und deswegen brauchen wir enorm viel Kräfte, die diesen Block zusammenhalten. Deswegen Stehbolzen. Die Stehbolzen unten im Kurbelgehäuse, in der Hauptlagergasse,
haben einen anderen Grund. Das Ding ist nämlich, wenn der Drehmoment runtergedrückt wird oder in der Kolben oder die Kurbelwelle sich dreht, geht die Energie extrem abwärts. Das heißt, diese hier, diese Stehbolzen, wollen natürlich auch sehr, sehr stabil sein, weil wenn nämlich hier nur leichte Vibrationen oder leichte Verzüge entstehen, will diese Kurbelwelle sich nach unten verpissen. Nicht gut, wir brauchen sie da, wo sie ist. Moment. Aus. Nein, nochmal. Aus. Was noch wichtig ist, seht ihr die Paste, die hier rausquillt? Diese Paste ist auch wichtig, weil die hat einen besonderen Reibewert. Warte. Ja. Und jetzt haben wir die ausgequillt. Ah, nochmal. Aus. Diese Paste, die wird von ARP mitgeliefert, die würde ich euch auch empfehlen, dass man die tunlichst benutzt, weil der Reibwert ist sehr, sehr wichtig. Wenn ihr jetzt nämlich das Drehmoment festzieht, mit dem Drehmoment, das Drehmoment von dem Pleuel oder von der Hauptlagergasse, dann will natürlich das Gewinde und die Schraube an sich oder der Stehbolzen hat ja auch einen gewissen Reibwert. Ein Reibwert ist eine Verzögerungsenergie, die auch wieder Drehmoment aufbringt oder die Drehmoment überwinden werden muss von Drehmomentschlüssel. Diese Paste sorgt dafür, dass dein Drehmomentwert, den du einschätzt bei dem Drehmomentschlüssel, auch wirklich in die Schraube reingeht. Die haben nämlich das Talent, dass die, man kann Kupferpaste auch nehmen, verschiedene Schmiermittel gibt es da auf Gewinden, dass nämlich das Drehmoment perfekt 1:1 in die Schraube reingeht und wir auch mit richtigen Drehmomenten anziehen. Das ist sehr wichtig, sowas zu beachten. Nicht einfach nur festwichsen, die Schrauben, weil es können Schrauben zu fest sein, es können Schrauben zu locker sein. Deswegen bitte immer diese Paste benutzen, damit der Reibwert oder die Energie, die ihr in die Schraube reintun wollt, oder in die Mutter, auch wirklich dort ankommt. Langes Video, ne? Ja. Tschüss. Kacke ist. Jingle Bell, Jingle Bell. Da hab ich ja Bock drauf.